Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Survive. Ich habe jetzt noch zwei Einheiten frei. Nun sollte ich auf jeden Fall die Level 6 erwähnen. Kampf beginnen. Agumon oder Labramon sterben. Oh nee, das wollen wir ja noch nicht. Angreifen kann ich noch nicht, deswegen werden wir Zug beenden. So, warte mal, wenn ich jetzt angreife, krieg ich ihn? Nö. Müssen wir erstmal abwarten. Nee. Ja, komm ruhig vor. Alter, warum müssen das auch so viele sein? Gib dein Bestes, Falkoman. Wäre dich zu lassen, dass sie dir auch nur ein Haar krümmen, Minoru. Oh, das war ein Konterangriff. Agumon? Gehst dahin? Und dann reden wir mit dir. Auf geht's, Agumon! Ja! Physischer Angriff. Nice. Okay, dich bewegen wir in die Richtung. Was? Wieso kann ich denn... Oha! Vergiss es, du wirst angegriffen. Mit Agumon kann ich leider nicht zu weit gehen. Das ist nur Bande.
Heilwasser. Erhöht die geheilte TP um einen Rang. Okay. Bin einfach zu weit entfernt. Oh. Ich sollte mich auf jeden Fall erstmal zurückziehen. Ich habe doch ein paar Gegenstände, ne? Halt TP vom Zielen leicht. Auf jeden Fall besser als gar nichts. Ja, vielleicht hätte ich in die andere Richtung, aber egal. Du gehst vor. Na toll, auch noch vergiftet, danke. Und Angriff. Perfekt. Auch noch ein bisschen geheilt. Treffe ich dich mit natürlich nicht. Und wenigstens in diese Richtung stehen. Ich kann nichts dagegen tun. Aber ich sollte auf jeden Fall nicht zurückstehen. Elektrofahren. Uha. Angreifen. Nein, es bewegen. Das muss ich auch noch niesen. So, endlich bist du weg. Du schützt dich. Wir müssen ja irgendwas tun. Ich habe ja nichts zum... entgiften. Also bleibst du zurück, Kuhnemann. Zumindest gehst du nicht weit vor. Falkum kann weiter vorrennen. Und es schützt sich.
Und digitieren kann ich auch nicht. Wie sieht auch bloß einem vor? Okay, ist dieser Kampf doch mal ein bisschen länger. Willst du mich veralbern? Alter. Oha. Ich kann ja gar nichts großartig tun. Was? Falco, Mann! Okay, das wird ein bisschen schwieriger als erwartet. Wieso kann ich dich eigentlich nicht wählen? Wer weiß, wo es... Warum ich? Du kannst heilen. Daher solltest du... Ich kann auch nicht reden. Wieso für... Jetzt habe ich dich. Alter. Oh.
Oder so kriege ich Agumon vielleicht geheilt. Der Schrei hat mich gelähmt. Das Vieh ist ganz anders als die bisherigen Monster. Er scheint auf den Champion-Level zu sein. Nicht gut, beide haben Angst. Der Feind hat noch nicht mal irgendwas gemacht. Mehr auf. Wir sind umzingelt. Wenn das so weitergeht, sind wir erledigt. Oh nein, werden wir hier sterben? Sterben. Warum muss das geschehen? Agumon und die anderen haben Probleme. Was kann da ein Kind wie ich machen? Ich kann das Ding nicht besiegen. Vielleicht sollte ich mich verstecken und abwarten. Oder vielleicht sollte ich einfach weglaufen. Was soll ich tun? Hier einfach enden? All unsere Anstrengungen bis jetzt? Auf keinen. Tyrannomon. Tyrannomon. Ikete ne Takuma. Oira kono Tyrannomon ga ne? Tyranno. Ich hätte jetzt mit Tyrannomon gerechnet, aber Tyrannomon ist auch nicht, noch nicht schlecht. Oha. Ich habe zumindest eine von drei im Entwicklungsdiagramm. Was? Oira no Banda, ne?
Jetzt kannst du dir von Feuer Odem. Nee, die Tyrannomon kriege ich nicht geheilt. Und dich greifen wir einfach an. Hey, einfach so von hinten anzugreifen mich. Bitte dich. Jetzt musst du weg. Ich hab bloß noch 5 SP. Ah, Digitation verbraucht also SP, interessant. Während des Kampfes. Also hier stehe ich relativ gut. Deswegen bleibt Tyrannomon auch noch nicht lange Tyrannomon, denke ich mal. Ja, oder besser gesagt, ich kann zumindest nicht viele Spezialangriffe tun. Aber ich kann Tyrannomon so heilen. Als ob mich das stören würde. Ja. Ah, guck mal, jetzt verstehe ich. Wenn die SP nämlich leer sind, gehe ich im nächsten Zug wieder an die Station zurück. Alles klar. Alles klar. Ich kann hier gerade nichts machen. Okay, also bewege ich dich dorthin. Na gut. Dann hier hin. Also das war schon... Puh. Alles klar, wenn sie also nicht am Kampf teilnehmen, kriegen sie auch keine EP.
Alles klar. Klasse Ausdauerkristall und Energiesamen. Die Netze verschwinden vor unseren Augen, etwa weil wir Dokugumon besiegt haben? Das Netz in der Turnhalle verschwindet auch. Das passiert bestimmt überall in der Schule. So, da. Boot. おい、これ。うるせえ。ごちゃごちゃ言ってねえで、寮も手伝え。葵、待っていろ。葵、葵大丈夫。ラブラも、ありがとう。 何言ってるのよ。私だって葵に助けてもらっ、それにたくま、アグモ、たくまくん、私を助けてくれたのね。こんな怖いものに立ち向、本当にありがとう。たくまくんってとっても、いや僕だけじゃないよ、ラブラモンだって。本当、アグモンもすごかったわ。急にも、ああ、それなんだけど、 姿が変わったのはこれで2度目だよね。それってどうなってるんだ。うん、まるで変身って感じだ。うんうん、それよりも進化って感じ。過酷な環境変化に適応するため、つまり、さっきの戦い進化か。アグモン、どうやって進化したんだ。さあ、たくまの強い思いが 僕の中に、たくまの気持ちに応えたい。つまり、強い思いがあれば進化するってことか。要は心の絆があること、パートナーってことね。パートナー。しかし、<笑>心の絆か。原理はわからないけど、さて引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。 Sehr gute Idee. Sateto, ano dekai Kumo no Kaibutsu wa taoshita shi. Kumo no Sumo, zenbu kiechatta yo. 自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃな。怪物。毒蜘蛛のこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。Eine berechtigte Frage. もよ、疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね。え、ここで休むのか。私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れ。そうよ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに夜に外へ出るのは危険だ。毒。そっか。 他に行く当ても気乗りはしないけど、今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ。幽霊もいるんだろ。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。<笑>それはとにかく今日はいろいろあったしな。心も、心っていうか脳みそっていうか、私にはまだこれが現実だな。 信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に、でも正直わからないことだらけなんだ。そうだ、寮は。うるせえ。
お前ら仲良しグループでかっ。まったく。さあ、とにかく疲れもたまった。ええ、今晩はここ。休まるわけねえだろ。見たんだろ。Oh, hoppla, die Kinder aus dem Musikraum hatte ich ganz vergessen. Was soll ich tun? Alle sind so müde, vielleicht sollte ich sie allein holen. Jure, Gut, aber lassen wir es hier einmal sein. Die Folge ist hier nämlich erstmal vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen Kommentar. Würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, gerne auch ein Abo da lassen. Tut nicht weh, kostet nichts. Und ihr unterstützt mich sogar dabei auch noch ein wenig. Vergesst dabei aber natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Jetzt kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorstellt. Und rechts ist wie immer die Playlist zu dem Projekt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein!